I hate sir. Weil manchmal das ihr zugeschriebene Attribut der Dummdreistigkeit mir noch nicht recht zu korrespondieren scheint mit dem Schuh, den sie gerne ausfüllen möchte. Aber ich denke, auch sie hat noch eine realistische Chance, da reinzuwachsen. Ich hasse Sarah Kuttner. Weil wegen ihrer Stimme. Die hat so eine schneidende Stimme. Ich habe sie eben getroffen in der Garderobe, in der Maske. Diese Stimme, das sickt mir die Ohren, das sickt mir den Kopf ab. Ist schlimm. Dieses Gequäke, ganz schlimm, kreischend. Ja, ich empfinde das ebenso. Jetzt hast du es mir vorweggenommen. Wir hassen dasselbe. Wir hassen Sarah wegen ihrer Stimme. Ja, ich hasse Sarah Kuttner, weil sie so ein Riesentalent ist, weil sie noch schneller reden kann als ich. Sie hat Tipps, Tricks, Griffe, Würfe, Umschuppen, Schwitzkasten, alles dabei. Außerdem hat sie manchmal bessere Locken als ich. Darum hasse ich Sarah Kuttner. Ich bin Herbert Feuerstein und ich bremse auch für Spinnen. Und ich möchte an dieser Stelle für diese Tiere eintreten. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, sie wären Tierfreunde. Und dann schreien sie hoch und zertreten Spinnen. Oder machen ihre Spinnweben weg. Einer der wunderbarsten Errungenschaften der Natur überhaupt. Spinnweben sind auch so fest, abgesehen davon von den Mustern, die zustande bringen, dass man früher mehrere Spinnweben übereinander legte und darauf sogar Bilder malte. Spinnen sind, jetzt gemessen an der Dünnheit, so fest, dass man daran das stärkste Seil der Welt bilden könnte. Aber das ist mir eigentlich egal, weil ich brauche nicht das stärkste Seil der Welt. Ich liebe einfach Spinnen als solches. Ich habe mal am Land gewohnt und habe dort immer nachts auch das Licht angelassen, damit die Spinnen auch wirklich... Das sollte jeder Studio Braun kennen. Weil? Ja, weil Studio Braun noch nicht jeder kennt und das ist der Zustand, den wir uns erklärt haben, den wir als veränderungswürdig erklärt haben. Studio Braun sind total krank und gibt es als Tonträger und wird zwar, glaube ich, mehr als alles andere gebrannt, scheint irgendwie in der Natur der Sache zu sein, wenn man sowas macht, Streichanrufe, aber gibt es auch beim Kaufmann. Und wenn mal keine Insekten kamen, habe ich welche gefangen und die dann ins Netz geworfen. Das ist nicht so einfach, weil die Spinne frisst ja nur eine lebende Beute. Also die müssen zappeln, ne? Also muss man das hinwerfen und ein bisschen pusten, auch, damit das auch so ein bisschen zappelt, die Beinchen und so weiter. Dann weiß die Spinne, lebt noch und so weiter, ne? Meine Frau ist wunderbar, aber ich hatte mal eine Krise mit ihr, weil auf der Terrasse eine große Spinne war. Ich empfehle euch Urban Welch, der hat das Film Trainspotting gedreht und hat den Buch geschrieben auch. Drecksau heißt es. Das müsst ihr unbedingt lesen. Drecksau, merkt euch das. Das ist das geilste Buch von dem Typen. Und ein bisschen harmloser ist auch Klebstoff, das Buch von ihm. Das ist aber so dick, ich weiß nicht, ob ihr Bock drauf habt. Und das Tollste ist auch, dass ja die Spinne, also die schwarze Witwe, nach dem Sex die Menschen frisst. Ich habe mich oft gefragt, was macht man überhaupt nach dem Sex? Ist es langweilig, man schläft ein und so. Und da herrscht eben Spannung und man muss davonlaufen, um zu überleben. Und schon allein deswegen muss man Spinnen lieben. Und deswegen bitte ich alle Menschen, meine Damen und Herren, wenn Sie Spinnen sehen oder selbst eine sind, in dem Fall wäre es ja egal, aber wenn Sie einfach Spinnen entdecken irgendwo, schützen Sie sie, retten Sie sie. Und dann sind sie auch mein Freund. Ja, eigentlich doch nicht. Ich brauche keine Freunde. Ich habe vor kurzem zu... Schönen guten Tag, hier spricht nochmal Winson. Ich habe hier eine Rubrik zu moderieren. Die Überschrift der Rubrik lautet Tipps an Deutschland oder sowas. Habe ich mich extrem schwer mitgetan, weil ich jetzt nicht der große Politiker bin. Mir fällt aber auf, dass es Länder gibt wie Schweden zum Beispiel, wo so Popmusik und Rockkultur viel mehr subventioniert und unterstützt wird, was zur Folge hat, dass es so geile Bands gibt wie die Hives, glaube ich. Direkte Folge von sowas. Deswegen ist mein Tipp an Deutschland, kümmert euch um eure Kunstschaffenden ein bisschen mehr und kümmert euch darum, dass die Leute in Städten Proberäume bekommen. Dann habt ihr irgendwann auch mal sowas wie einen Kulturexport vorzuweisen, Leute. Das habt ihr nämlich so nicht, leider. Also, spend the money into music. Hello Germany, my advice to you, my advice to all punk rockers throughout Germany, stop bringing your dogs to the shows, man. You know, when it's too loud for you, you just have the earplugs. When it's too loud for the good dogs, what can they do? Stop bringing the dogs. Okay. Und jetzt kommt der Ratschlag für Deutschland. Yay. Hello, this is Fran from Travis. I've had the pleasure of being with a German for 7 years now, so I've got a little bit of background into this next category. Some hints and tips for Germany.
I don't know if you guys know this, but all over the world you have a really bad rap for, you know, when you all go on holiday, like going down to the beach and like at 4 a.m. in the morning, you've all got your towels laid out and it's all kind of, and the rest of the world are a bit hacked off at this. Everyone talks about this and I'm sure, I'm sure you don't care, but then I think you should because it's important. So my advice to you is when you all go on holiday, say you go on holiday to a nice resort, whether it's in Spain or wherever, you all got to meet with each other, have a big group meeting and decide that you're going to chill out and not do that and surprise all the other folk. And so not at 4 a.m, you know, 3 o'clock in the morning, go down with your towels. Just wander down at midday and just put, you know, watch all the Italians and the Brits and the Americans and all the other people have their towels. And maybe one day fail to get a sun lounger, just see how that feels, just for a change. Yeah. You know? And if you promise not to put your towels down, the British will promise not to get quite so drunk on holiday. There we go. Moin, wir sind 5 Sterne Deluxe und wir haben einen Ratschlag für Deutschland. Deutschland, pass auf, hinter dir, Europa! Das fände ich total gut, wenn ab einem gewissen Alter der Führerschein wieder neu gemacht werden müsste, so wie in anderen Ländern. Also in Frankreich und Spanien ist das zum Beispiel so. Weil es gibt wirklich viele ältere Menschen, die erstens so hinterm Steuer sind, so eigentlich so praktisch zwischen Lenkrad und Armaturenbrett schauen, dann nicht so recht wissen, was ist denn hier ja nun Kupplung, Gas oder gar Bremspedal, von der Schaltung eh noch gar nichts mehr gehört. Das heißt, du hörst es immer nur und keiner fährt an und das ist schade. Ganz klar, Tauben, weg, die Ratten der Lüfte. Tauben, die sinnlosesten Tiere auf diesem Planeten, sind mitverantwortlich für den Untergang von Venedig, weil sie Venedig konsequent runterscheißen. Es läuft so, dass die ätzende Taubenscheiße natürlich an die alte Bausubstanz dieser herrlichen Stadt geht und sie sinkt immer tiefer. Das Tollste ist aber, dass Tauben so scheiße und so bescheuert sind, dass sie sich mit der eigenen Scheiße die Füße verätzen. Die kacken, stehen dann in ihrer Kacke und was von ihren Taubenfüßchen übrig bleibt, sind hässliche Stummel. Und es geht so weit, erst wird der eine Fuß weggeätzt, dann stehen die noch auf einem Bein da. Dann wird der zweite Fuß weggeätzt und dann haben die nur noch zwei so Stummel, wo sie dann immer so vorne und nach hinten kippen. Und schließlich ist es so weit, dass sie quasi auf Umwegen an ihrer eigenen Scheiße verenden. Und das finde ich gut. Tauben weg. Das Ost-West-Gedenken muss weg. Das muss auf alle Fälle weg. Weil es ist nun mal schon 14 Jahre her und das muss nicht sein, dass es immer noch da ist. Ich finde, das ist... Tut nicht Not, dass man immer noch darüber diskutieren muss. In den Medien ist es vor allem noch da. Und in den Köpfen einiger Menschen. The one thing I really, really disagree with is racism. I think it's a real problem and I want it to stop now. I don't understand. Also ich kann mit dem Kopf die Melodie von Alle meine Entchen klopfen. Vielleicht, Frank, kannst du den Mikro halten? Du musst ganz da... Also, Seed. Es tut weh, ja? Ich kann auch was. Und zwar probiert es mal nachzumachen. Hältst du mir das Mikro mal? Aua. Nee. War wirklich geil. So, ihr lieben Zuschauerinnen und ich kann Tiere nachmachen wie kein zweiter. Und zwar mache ich jetzt das erste Tier und ihr schickt an, wie war die Auflösung? Ich sag nicht, was es ist, aber ihr seht es sofort. Schreibt sich K-A-M-E-L. Also nicht, dass ihr das mit H schreibt, wenn ihr jetzt an Viva die Postkarte abschickt. Also ich kann sehr tolle Sachen mit meiner Zunge machen. Zum Beispiel kann ich sie umdrehen.
Hill, dann kann ich sie rollen. Hm? Und dann kann ich sie auch falten. Das geht dann so. Super, oder? Aber ich weiß nicht, ob meine Konzentration gerade ausreicht. Aber dann mache ich so lange. Während du das machst, mache ich Kniechen, Kniechen, Öhrchen, Öhrchen. Okay. Das kenne nämlich ich. Und dann können wir noch was Tolles. Komm, wir zeigen das mal. Was denn jetzt? Los, stell dich hin. Wir machen die Rolle nochmal. Die Rolle? Ja, wir machen das hier. So, hier. Du kannst es doch nicht auf dem Sofa, die Rolle. Du stellst dich hier so hin. Komm, du kannst es schaffen. Stell dich da hin, das geht. Genau. Und jetzt müssen wir... Komm. Ja. Das geht. Au. Au, mein Rücken. Mein kleiner Rücken. Das geht nicht. Es geht nicht! Okay, es muss lang! Nein, es geht nicht, ja. Das könnten wir jetzt auf einer richtigen Bahn ganz lange machen. Kennt ihr den? Den kenne ich ja. Okay. Wir können nichts. Neben mir sitzt Angelo Krebs und er hat eine unglaubliche neue Sportart entwickelt, das Wassertropfen-Nachstellen der Männer. Und wir hoffen, dass sie spätestens in 4 Jahren in Leipzig auch olympische Disziplin sein wird. Und ich bitte jetzt um absolute Kontenance, Disziplin und Ruhe, weil sonst kann sich dieser unglaubliche Athlet neben mir nicht konzentrieren. Ich denke, das gibt eine glatte 10,0 von den Bewertern. Und hier unser Gruß an Sydney Olympia Sportdisziplin 2008 in Leipzig, das Wassertropfen-Nachstellen der Männer. Eine zweite Disziplin, die genauso viele Chancen hat, wie ich finde und wie auch alle Sportreporter mit mir, ist das Alphabetrülpsen. Es ist noch nicht ganz ausgereift. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Die Athleten trainieren noch. Aber wir schauen mal. Wir fangen heute an mit Thomas. Der macht uns ein A. Welche Überraschung. Mal sehen, wie weit wir kommen. Pass auf, es gibt einen Star, der was kann. Jean-Michel Tourette. Ich kann das. Aua. 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 Lassen Sie das bitte los. Pass auf, er kann das und wir können hingucken dabei. Nochmal. Nochmal. Das ist aber echt schmerzhaft. Na gut. Nee, kann ich nicht. Also er kann es machen, ich kann hinschauen. Alles klar. Ich bin ein Star, der was kann. Ich kann nämlich Mannemarisch Public Geld, das kennen die wenigsten. Und ich werde schrecklich gerne mal eine Talkshow machen. Und in die Talkshow mit Mannemarisch, da würde ich dann den Uwe Ochsenknecht einladen vielleicht und den Xavier Naidoo und wie heißt die Esther Schweins, gell? Und da könnte man Mannemarisch babbeln und kein Mensch wird zugucken, aber das macht nichts. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr weiter. Und wenn die Manne mal gar nicht mehr weiter wissen, dann sagen sie, Allah, gell, mach's gut, her, Kumul River. Ich werde jetzt mit den Ohren wackeln und das vertreibt Flugzeuge, die auf dem Himmel fliegen. Passen Sie auf. Merken Sie, wie das Flugzeug langsam verschwindet? Es ist ganz weg. Ich habe das auch am Frankfurter Flughafen jahrelang gemacht als Fluglotse.